Hallo und herzlich willkommen zurück zu Mountain Blade 2 Bannerlord. Mit meiner bereits 5. Staffel und der jetzt 85. Folge, heute in der Vorproduktion am 24.09.23. Bevor es aber losgeht, gibt es wie immer ein herzliches Dankeschön. Und zwar geht's heute an Mortolas. Mortolas hat nämlich am 27.11.22 das öffentlich sichtbare Abo bei mir hinterlassen. Herzlichen Dank dafür. Du warst Nummer 1063. Mortolas verschwindet jetzt aber wieder und wir befinden uns endlich wieder am Spielstand der Römer. Zwei Infos vorab. Zum einen, ihr hört es vielleicht, ich bin dezent heiser. Lag daran, ich hatte am Freitag eine Betriebsfeier und es wurde gesungen. Und vielleicht, eventuell, hat Klein Robin es ein bisschen übertrieben mit dem laut mitsingen. Aber gut, so viel dazu. Zum anderen, ihr seht ab jetzt, falls ihr die letzten 7 Folgen von den Geiern nicht geguckt habt, was ich immer noch ein bisschen schade finde, aber ab jetzt seht ihr das alles hier endlich mal so, wie ich das auch sehe. Ich habe es nämlich endlich herausgefunden, woran das lag. Ich habe es euch auch nochmal vor knapp einer Woche in den Community-Tab geschrieben. Gut, wir befinden uns hier immer noch in einer, naja, nicht ganz so schönen Lage. Und zwar was Rasier angeht. Eigentlich wollte ich das belagern, dann kam der Typ an und jetzt kann ich da hier nicht mehr bestimmen, was gebaut wird. Und deswegen muss ich jetzt die 160 Mann einfach verheizen lassen. Wer war das überhaupt? Welcher Schuft? Pharon, okay. Oder Pharon. Aber was ich schon mal sehe, ist, er baut Türmchen und Bockies, okay. Ist ja schon mal etwas. Baut er aber auch Kriegsgerät, ist die andere Frage. Beziehungsweise greift er denn damit an? Na gut. Mini-Patches kamen auch, vor allem was die Diplomacy-Mod angeht. Was genau da jetzt gefixt wurde, kann ich leider nicht nachgucken, weil da gibt es keine Patch-Notes zu. Aber gut, wollen wir doch mal gucken. Das Einzige, was ich jetzt bloß festgestellt habe, die letzten 7 Folgen, war, dass ich ab und zu mal ganz, ganz kleine Mini-Ruckler in den großen Schlachten habe. Aha. Muss ein Volk am Rebellieren? Nee. War am Rebellieren, okay. Stimmt, die Rebellenfraktionen existieren ja dann noch weiter. Ich schließe mich da jetzt erstmal kurz an. Aha, jetzt will er auch mal angreifen. Womit? Mit keinem Beschussgerät. Aha. Gegen 2 Katapulte und eine Balliste mindestens. Okay, oder auch nicht okay. Nö, nö, nö. Mach du den Scheiß mal alleine. Jetzt ist er auch am Kämpfen, so wie ich das sehe, ne? Ja. Alles klar. Dann soll er das mal machen. Hoffentlich schön viele Verteidiger runterwirtschaften da. Oh, nö, ja. Er hat abgebrochen. Toll. Manno. Muss ich ihn jetzt immer wieder triggern dazu, oder was? Moment. Ist eine Karawane, Mist. Dachte gerade, da kommt Verstärkung. Ich werde die wieder nicht übernehmen dürfen, die Belagerung, oder? Hier steht immer, ich darf helfen. Nee. Da ist noch nichts mit Angreifen. Vergiss es. Er verliert doch jedes Mal haufenweise Männer, ne? Ah, jetzt zieht er durch. Okay, jetzt zieht er endlich durch. Aha. Die Rebellen von Hosenvolk wurden vernichtet. Sehr schön. Er hat sich zurückgezogen wieder, wa? Okay, aber hey, da gehen halt insgesamt jetzt 100 Verteidiger weniger als vorher. So, wir schließen uns nochmal an. Lassen die Zeit hier ein bisschen laufen. Vielleicht baut er diesmal auch Kriegsgeräte. Jetzt will er wieder angreifen mit 100 Mann. Ich sag nö. Das ist jetzt vielleicht ein bisschen Exploit. Gebe ich zu. Aber auf der anderen Seite ist es auch eine Kackmechanik, auf wie Deutsche sagt, dass sie in der Lage sind, einem die Belagerungsbefehlsgewalt einfach wegzunehmen. Deswegen, also irgendwo muss man sich ja da behelfen, ne? Ach, Junge. Ist das eigentlich eine Armee? Ja, das heißt, irgendwann ist doch sein Zusammenhalt weg. 64 hat er noch, okay. Er ist Clan Pharon ist welcher Clan? Leonipardes. Die haben noch scheiße viel Einfluss. Ist er Anführer eigentlich? Ja, er ist Anführer, Mist. Das heißt, er kriegt alles. Das heißt, er kann das hier noch ewig und 3 Tage aufrechterhalten. Dammit. Na gut. Was mache ich jetzt in der Zeit? Dorfbewohner jagen macht ja keinen Spaß, ne? Warte mal, hier sind Wachen. 2 Stück. Kommt mal her hier auf den Meter. Na gut, die hauen wieder ab. War zu erwarten. Oh, hat er mal zurückgeschossen? Ja, er schießt mal zurück. Wow. Oh, das war's aber schon wieder. Warte mal, hier ist einer. 22 Mann. Der ist aber zu schnell. Oder nur Infanterie hat. Krass.
Aber das ist halt ein kleiner Trupp, ne? Kleine Trupps sind ja grundsätzlich immer recht schnell. 21 Barbari sind auch zu schnell für mich. Verdammt, Tags, ich hab zu wenig Pferde, wa? Na gut. Boah, Junge, jetzt zieh's doch endlich durch! Ah, sehr schön, der reitet mir da in die... Mist, in die Küste wollte ich sagen, aber doch nicht. Gibt's doch nicht. So, ja, haben wir mal die zwei Wachen da hinten. Mahlzeit. Ergib dich oder stirb. So. Yippie. 0,6 Einfluss. Na, immerhin. Und nochmal 35 Erfahrungspunkte. Ja, ja, ich weiß. Ach, siehste, ich hab noch was zum Schlachten. Guck mal einer, schau. Ich hab's wieder vergessen. Ich hab's einfach wieder vergessen. So. Dorfbewohner hier? Nee. Wir sind ja ein guter, ne? Warte mal, 3,7 hat er jetzt, wenn ich jetzt hier außen rumreite? Mist. Ich wollte ihn von außen ein bisschen überzeugen. Och, nö! Jetzt kommt er noch. Och, jetzt mischt er sich noch mit ein. Mann! Ja, nun macht. Egal, was ihr macht, macht es einfach. Und das bitte schnell. Ja, haben sich angeschlossen. Huch. Sie machen es wieder nicht, ne? Gehe ich nochmal rein. Hoffen wir mal, dass sie jetzt angreifen. Es hat ein Katapult gebaut, natürlich. Er lässt das Katapult einfach niederschießen. Alle Truppen werden von ihm abgezogen, wie wir hier sehen können. Warum mache ich das? Falls ihr euch das gerade fragt, im Sinne von, macht doch einfach! Nee, ich will Verluste einsparen. Denn es kann jederzeit wieder zu einem großen Krieg mit dem westlichen Imperium zum Beispiel kommen. Oder auch sogar mit den Nordmännern. Das kann auch passieren, wenn wir da Pech haben. Mit den Germanen, weil wir sind ja nicht mehr Verbündete. Ich habe Korruptionsverlust, wa? Mist. Ich glaube, zwischen den Folgen werde ich mal überlegen, ob und welche Grafschaften ich vielleicht abgebe. Also was heißt Grafschaften? Ich meine eher Burgen und Städte, die wir jetzt da von den Saka erobert haben. Er hat doch schon fast nichts mehr. Es gibt doch auf, Junge. Dass das so verbuggt ist, ist wirklich schade, ne? Und was ich auch nicht verstehe ist, wie könnt ihr immer noch Nahrungsvorräte haben? Die sind schon so lange unter Belagerung. Was ich übrigens gesehen habe, in einer früheren Version des Spiels, ich glaube in der 1.1.2 ist das, wo der Kollege Aldemar gerade ja die Helga die Grässliche macht, da funktioniert das mit dem Runterhungern tatsächlich sehr gut. Ach, guck mal, hier ist sogar Hannibal. Da funktioniert das auf jeden Fall, aber hier bei mir hatte das jetzt in der 1.1.4 immer wieder mal nicht funktioniert. Dass wenn halt Nahrung bei Null ist, dass halt hier Moral und Anzahl der Truppen runtergeht. Also zumindest Garnison. Miliz ist, glaube ich, tatsächlich nicht angegriffen davon. Aber das beobachten wir gleich mal. Vielleicht können wir sie jetzt diesmal wirklich runterhungern. Bin mal gespannt, was passiert, wenn er keine Truppen mehr hat. Ob die Belagerung dann aufgegeben wird oder ob ich dann endlich die Befehlsgewalt habe. Apropos, immer wieder mal passive Erfahrungspunkte mitnehmen hier. Ups, das war blöd. Wirklich verwerfen, ja. Ich wollte den Bogenschützen haben, so. So, gleich müsste es hier auf Null ticken. Ja, und jetzt müsste eigentlich theoretisch pro Tag die Anzahl der Verteidiger untergehen. 300 Verteidiger sind es jetzt. Die werden gerade vielleicht nochmal kurz runtergeschossen ein bisschen. Ja, 299, okay, 298. Ah ja, guckt mal hier. Jetzt tickt es runter und wieder hoch. Na toll, natürlich, es tickt auch wieder hoch. Warum auch? Ja, weil sie Gefangene haben wahrscheinlich. Kann ich das nicht eigentlich auch sehen? Moment, irgendwie will er gerade nicht, dass ich sehe. Okay, gut, dann lassen wir das so laufen. Passive Erfahrungspunkte sind ultra mächtig, wie wir hier merken, ne? Ja, ist jetzt weniger spektakulär. Tut mir leid, Leute, aber ich kann es gerade nicht vermeiden. Aha, jetzt hat er die Befehlsgewalt, oder? Kann das sein? Weil er hat Truppen verloren. Dafür, dass ich die meisten Truppen mitliefere, ist das komisch, ne? Aber ich bin halt keine Armee, ich bin gerade nur ein Trupp. Oh, wer kommt denn da?
Ja, der ist mächtig ran rekrutiert. Jetzt bin ich aber zu langsam dafür, weil ich ungeordnet bin. Ach, der Barbare gejagt. Das ist er auch ungeordnet. Komm schon, komm schon, komm schon. Stop that. Schönen guten Tag. So, jetzt haben wir aber das eine Problem. Es ist wieder dunkel. Im Dunkeln ist das mit der grafischen Aufwertung leider nicht so toll. Also, alles was dunkel und neblig ist, ist halt immer so ein bisschen Gift für den Codec von YouTube. Ach ja, wir haben ja drei Kohorten hier. Moment. So. Man sieht aber trotzdem schon einen Unterschied, wie ich finde. So, die 1 hier, die 2 da, die 3 da. Ja, wieder viel zu wenig Leute natürlich. Na, machst du das mal bitte so rum. Danke. Hier ist Kartenrand, aber ist okay. Gut, alle Leute zugewiesen. Wunderbar. Natürlich zieht er sich zurück. Okay. Dann müssen wir wieder watschen und watschen und watschen. Footman! So, wartet mal. 1, 2 und 3. Vorwärts. Die 4 Stücke davor. Vorwärts. Kavallerie lasse ich jetzt erstmal raus. Weil wir haben eh so gut wie keine. Huch. Sorry. Da bin ich gerade mit der Maus vom Mauspad runtergerutscht. So, kommen sie hoch? Ah. Ach ja, jetzt sortiert er die 1 wieder nach links, ne? Hm. Muss ich die 2 langsam mal zur ersten Kohorte machen? Das hatten wir ja in den letzten 7 Folgen von den Römern hier. Eieieiei. Da hinten stehen sie. Ja, ja. Oder laufen. Jetzt versuchen sie sich wahrscheinlich den Hügel da zu schnappen, wa? Ja, das einzig Logische. Moment, sind meine Jungs stehen geblieben? Natürlich sind sie stehen geblieben. Hoi. 1, 2 und 3. Bitte vorwärts. Die 4 auch. 5 und 6. Kommt einfach nur mal in die Nähe, falls da doch die 2 Lanzenreiter da irgendwie nochmal Stress machen wollen. Allem, was mir jetzt richtig gefällt, ist, ich habe auch noch mal ein bisschen an den Einstellungen im Spiel rumgeschraubt. Bei diesen DLSS-Settings, also sprich die Beleuchtungssystematik. Da habe ich einfach erstmal testweise noch mal die Schlacht geladen, wo wir doch diese blendend weiße Kalkfestung hatten, ne? Also Kalkwandfestung hatten. Das hat nicht mehr geblendet, das sah jetzt richtig gut aus. So, der Herrschaften, wollen wir doch mal kicken, dass wir hier mal ein bisschen Spaß haben, ne? Soldiers, move! Footman! Hier die 1, da die 2, da die 3. Müssten sie nur mal ankommen hier. Einer nur. Wir haben nicht ewig Zeit. Abgesehen davon, dass wir jetzt schon ewig darauf gewartet haben, dass die Belagerung endlich mal losgeht. Ich muss mal gucken, ob ich das nicht sogar machen kann, dass ich befehligen kann, dass die Armee aufgelöst wird. Die da jetzt bloß noch 20 Mann hat, immer noch die Belagerung führt. Dann gucken, was passiert. Ob ich dann die Befehlsgewalt bekomme, was gebaut werden darf und was nicht. Das wäre schön. Aber das ist gerade wirklich ein Bug, würde ich behaupten. Woran genau der jetzt liegt, ist natürlich die Frage. Es kann an irgendeiner Mod liegen, es kann aber auch Vanilla sein, weil wir hatten das auch schon beim Wolf erlebt. Also wo wir die Staffel davor gespielt haben. Das war teilweise echt nicht schön, was da ablief. So, 1, 2 und 3, macht bitte mal ein Schildfall. Und ich wollte gerade fragen, schießen wir auch einfach mal zurück? Danke. Wieso kommen hier immer noch Schüsse an? Trotz Schildwall, meine ich. Okay, 1, 2 und 3. Druck machen, vorwärts. Bisschen versetzend so hoch, das ist sogar ein bisschen Absicht. 5 und 6 sollen uns hier einfach mal den Rücken frei halten. Aber wirklich Verluste verursachen wir aber auch nicht, ne? Wir sind auch noch ein bisschen außerhalb der effektiven Reichweite.
Die fängt erst so bei ungefähr 100 an, die effektive. Jetzt haben wir mal einen getötet, wow. So, die 4 kommt hier hin, bitte. Will da eine höhere Feuerrate bitte sehen, beziehungsweise Trefferrate. Infanterie steht. Wir haben auch wieder einiges an Schleuderschützen, Steinschleuderer dabei, ne? Die kommen nicht weit. Wieso machen wir so wenig Verluste beim Feind? Na gut, es sind halt karthagische Einheiten, ne? Ach ja, übrigens, Karthager, nicht Griechen. Ich habe die immer für Griechen gehalten, aber nee, sie sollen laut Mod-Entwickler tatsächlich die Karthager darstellen. Was jetzt wiederum dann auch mehr Sinn ergibt bei mir, dass das halt so teils afrikanisch und teils griechisch gemischte Einheiten da sind, ne? Aber kann man eigentlich auch langsam gehen? Ja. Wenn man Caps Lock einstellt, oder? Huch! Hier doch nicht. Das sind mir ein bisschen zu viele Treffer, die hier reinkommen. Wieso steht der Standartenträger vor dem Schild? Ah, jetzt kommen sie. Okay, 1, 2 und 3. Einer, Jungs. Schmeißt schön eure Speere, ich möchte Salven sehen. Oh, viel zu hoch. Hippie! Dein Ernst? So, hast du davon, blöder Sack. Nimm den Schild weg. Danke, sehr freundlich. So. Klassische Flankierung. Nein. Achso, sind das schon andere hier? Okay. Nachschlag von... Stich von oben! Kato! Reiß dich zusammen! Okay, ganz kurz. 5, rein, 6, rein. Um die Flüchtenden zu jagen. Oh, weiter ist auch vorbei. Und nochmal. Ach, sag mal. Das ist okay. Peaks. Peaks. So, haben wir ihn erwischt. Immerhin. Der da noch. Wieso bin ich auf einmal so langsam? Ach doch, Caps Lock ist langsam laufen. Aha. Jetzt wisst ihr mal, wie sich das anfühlt. Ja? Kann davon Bücher schreiben. Der blockt immer noch mit seinem blöden Speer, ne? So. 3 Tote nur, ist vollkommen okay. Dafür, dass wir jetzt noch 100 Mann vernichtet haben. Sehr schön. Ja, du kommst jetzt mit. So. So. Sehr schön. Boah, ich denke, wir machen Erfahrungspunkte draus. Aber das Essen nehmen wir mit. Das Banner. Oh nee, das bleibt hier. Ottehü ist keine, schade. Nichts super Wertvolles, hier auch nicht wirklich. Allerhöchstens ein besserer Schild vielleicht für ein, zwei Leute. Obwohl, nee, die Kavallerie schon mal nicht. Du hast identische Werte. Alles identisch hier, wa? Nee. Bei dir nicht. Du bist aber Bogenschützin. Nö, nö, nö. Nee, eigentlich nichts großartig dabei. Dann werden daraus Erfahrungspunkte gemacht. Und es hat jemand gelevelt? Wer denn? In was denn? Der Makro? Achso, den muss ich wieder nachskillen. Ja, stimmt. Solimara in Medizin. Okay, das ist schon mal... Ja, okay. Und sie hätte noch einen Punkt übrig. Hier hat sie gerade noch Platz, dann geben wir ihr hier noch einen Punkt und dann bekommt sie auch nicht mehr weit, wie ich gerade sehe. Mist. Ich glaube, noch 2 Level, dann kriegt sie wieder einen Attributspunkt dazu, ne? Ich glaube, Attributspunkte gab es... Ah ne, alle 4 Level? Ey! Also braucht sie noch 3 Level? Oha, okay. Gut, was geben wir ihr denn hier? Heilungsrate, wenn Truppen über, wenn die Moral über 70 ist, das kriegen wir doch bestimmt hin.
Verhältnis pro Tag einem zufälligen Honorator gegenüber, der über 50 ist. Okay, und hier? Beim Rasten in Siedlungen. Nö, das hier. Und das hier gilt ja sowohl für unterwegs als auch für Rasten. So. Diese Armee hier ist die von Pharon. Was würde mich das kosten, wenn ich sage, die soll aufgelöst werden? Trotzdem noch 30 Einflusspunkte. Also da ist es scheißegal, wie viele es noch sind, oder wie? Okay. Ich schließe mich da jetzt erstmal an. So. Wir speichern das mal kurz. Nicht, dass da jetzt irgendwie alles crasht und abstürzt und was nicht alles. Es werden immer weniger Verteidiger. Das ist eigentlich gut. Aber er baut halt keine... Also er baut nicht in Reserve, ne? Das ist irgendwie schade. Das machen komischerweise immer nur die Verteidiger. Gut, nochmal speichern, bevor ich das nochmal machen muss. Dann zack. Diplomatie. Nee, Quatsch. Armee. Pharon. No! Darf ich nicht, wenn ich mich anschließe? Okay. Auflösen bitte. Tschüss. Jetzt ist er natürlich sauer, wa? Natürlich sind die jetzt sauer. Die drei Leute, die dabei waren. Aber mal gucken, vielleicht macht er jetzt ein paar cleverere Züge. Er baut auf jeden Fall deutlich langsamer. Aus dem Volk schon wieder. Natürlich. Oh. Ist ja nicht so, dass ich es frisch erobert hätte. Nö. Er macht denselben Scheiß hier, wa? Er macht einfach denselben Scheiß. Er greift doch nicht mehr an diesmal. Pharon steht noch hier. Dieser Idiot, ey. Ha. Nee, also irgendwie ist das hier... Nee. 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 Das Ding ist hinüber. Das ist kaputt. Ich weiß auch nicht, was ich dagegen machen soll, ne? Ich kann halt... Ich kann zwar die Befehlsgewalt übernehmen, komischerweise, aber auch nicht alles davon. Ich meine, was ich machen könnte? Wartet mal. Nee, kann ich nicht. Hilft auch nichts. Ich habe mich gerade überlegt, Mensch, vielleicht hilft es ja, wenn ich einfach jetzt selbst eine Armee gründe. Aber dann kann ich ja immer noch nicht befehligen, was gebaut werden soll. Das ist ja das Doofe daran. Nö, gut, dann machen wir jetzt mal andere Dinge. Und zwar haben wir ein paar Lehen zu viel. Wenn wir ehrlich sind, denn wir haben hier eine Korruption. Und meine Lehen sind ja unter anderem Burgsimira, Hakun, Odok, Ortangard und Akalat. Und Scheikant. Allesamt Saka-Dinger und ich habe keinen einzigen Saka, den ich da als Statthalter einstellen könnte. Deswegen würde ich sagen, die Burgen gebe ich ab. Außer Onika natürlich, weil Onika ist unsers. Wie ging das hier nochmal? Ach ja, hier drüber, ne? So, Onika bleibt meins, genau. Dann Hakun verschenken. Ist mir egal. Sie greift sich wieder alles, natürlich. So, haben wir jetzt immer noch. Minus 2 Korruption, das ist schon heftig, ne? Die Korruption ist übrigens von der Diplomacy-Mod, möchte ich behaupten. Welche hatte ich jetzt noch gesagt? Wie hieß die jetzt nochmal? Simira, genau. Und sie kreilt sich wieder alles, ne? Sie kreilt sich einfach alles. Ich hoffe, dass sie dann wenigstens verschenkt, ne? So wie ich das gerade gemacht habe. Aber noch minus 1. Oh Gott. Aber Akalat läuft ja eigentlich ganz gut mittlerweile. Chaikant auch. Ich glaube, dann gebe ich jetzt Ortangard und Odok ab. Dass es nicht hier rüber geht, ist ein bisschen schade. Rechtsklick auch nicht? Nee.
Na gut. Orton Guard. Sortieren wir nach Besitzer. Danke. Genau, also, Orton Guard. Hatte ich gesagt, ne? Genau. Und sie schnappt sich das wieder, natürlich. Wenn das mal nicht eine riesen Rebellionswelle auslösen wird. Und Chaikant lief gut, ne? Ja. Wo ist Odok? Ach, der hat nicht mehr sortiert nach Dingens hier. So. Odok, weg. Nur nochmal zur Erklärung, ich habe das nur genommen gehabt während des Krieges, damit ich eine Kriegskasse aufbauen kann so ein bisschen. Es hat ja wunderbar funktioniert, auch wie wir gesehen haben. Zum einen die Verkäufe von den Ausrüstungen, die wir mitgenommen haben und zum anderen einfach zwischendurch die Steuereinnahmen. So, jetzt haben wir keine Korruption mehr, sehr schön. Soweit ich das richtig verstanden habe, je höher mein Clanrang ist, desto weniger Korruption bekommst du, beziehungsweise desto mehr Lehen darfst du besitzen. So, das heißt, wir haben jetzt zwei Städte und eine Burg. Gemäß dem Fall, es kommt ein Krieg gegen das westliche Imperium. Oder nochmal gegen Saka, wie ich gerade sehe. Würde ich dann lieber die Städte eintauschen wollen. Dann schnappe ich mir lieber imperiale Städte und gebe dafür die Saka-Städte an die Kaiserin ab. Das ist meine Idee jetzt dahinter. Und die nächste Idee ist, wir brauchen A, Rekruten und B, endlich mal eine Kälterei in Poros. Die können mich erstmal im Tüffeltuten hier mit ihrem scheiß verbackten Zeugs immer. Und wenn sie nicht auf die Reihe kriegen sollten, dass die Rebellen da selbstständig bleiben, dann ist das ehrlich gesagt nicht mal mein Problem. Achso, ich wollte erstmal gucken, wie viel können wir denn gerade, wie viel haben wir denn? Ja, wunderbar richtig. Hier nochmal ein bisschen Moral dazu. Sehr schön. Ach, für Leibgarde reicht es natürlich wieder nicht. Ja. Hier wollen nochmal welche aufsteigen. So, Kavallerie brauchen wir auf jeden Fall mindestens 40, würde ich behaupten. Und den Rest füllen wir dann wieder auf mit Infanterie. Und die hier sollte ich mal verkaufen gehen. So, nehmen wir halt wieder klassisch römische mit. Da fällt mir ein, hatte ich hier eigentlich noch nicht römische dabei? Ja, nur Saka Auxiliar, aber das ist okay, dafür ist es ja Auxiliar. Ne, sieht gut aus. Ach Mensch, ich habe ja hier auch noch, stimmt. Die muss ich mitnehmen, die Jungs. Das geht nicht anders. Die sind Feinde. Aktuelle Feinde wegen Rebellion. Apropos Rebellion, war nicht eigentlich auch Hosenvolk gerade wieder in Rebellion? Dann hätte ich mir das gerne geholt, um wieder extra schön Einflusspunkte zu bekommen. 11 Verteidiger. Wow. Ah nee, das ist alles karthagisch hier. Benno! Und doch, ein Auxiliar ist dabei. Na gut, laufen wir durch Kerngebiete durch. Ah ja, jetzt sind die Rebellen da. Lass mich raten, aus 11 Verteidigern werden auf einmal 700. Wir gehen nur mal gucken. Ich glaube, das machen wir. Damit habe ich jetzt 270 gegen... Hä? Was? Achso, da ist ein Trupp reingelaufen. Okay. Den Trupp lasse ich erstmal rauskommen. Oh, Steppenraiders. Guten Tag. Ja, dann geht doch wieder. Jetzt holt er sich eine Armee der Baranoa. Lass mich raten. Weil er das hier belagern möchte? Das sind 30 Mann mehr, als wir haben. Das ist gar nicht mal so gut für uns. Hier ist nicht irgendwie was Auxiliares dabei, ne? Nee. Gehen wir nochmal ein Safe drauf. Vielleicht sind wir ja schnell genug mit dem Bauen, dass wir einen Sturmangriff machen können. So, er hat schon mal nicht instant was gebaut. Das ist schon mal gut. Unser Petinos ist ja mittlerweile einigermaßen geskillt, was Baugeschwindigkeit angeht. Warte mal, jetzt hat er Wachen draußen? 250, Mist, okay. Was, wer seid ihr denn? Von Hosenvolk.
Aber sie werden nicht als... Ah nee, das sind Söldner, okay. Mist, er hat deutlich schneller gebaut. Das heißt, wir müssen bauen. Warte mal, da fällt mir ein. Abbruch, Abbruch, Abbruch. Das hatte ich jetzt mit den Galliern gesehen. Die Katapulte werden einfach deutlich schneller gebaut. Halten zwar weniger aus, werden aber deutlich schneller gebaut und sind doch einigermaßen treffsicher. Einigermaßen. Beziehungsweise, wenn sie treffen, machen sie einigermaßen Schaden. Aber, liebe Leute, was ich gerade sehe, ist, dass mein Timer nicht gestellt war, aber wir schon die halbe Stunde rum haben. Sorry, Leute, dass das jetzt ein bisschen weniger spektakulär war als geplant, aber dafür kann ich ja nun auch nichts, ne? Ich hoffe, dass es euch trotzdem gefallen hat und wenn ihr mehr sehen wollt, schaltet einfach morgen wieder rein. Ciao!